Dann begrüße ich alle zum heutigen Expertentalk zum Thema Lernen 2.0 mit UnUni TV. Wir haben heute da die Anja C. Wagner und ich habe die tolle Aufgabe, sie vorzustellen, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn man irgendeine falsche Information aus dem Netz mit Sicherheit greift. Ich habe die Informationen alle von Profilseiten, die sie selber im Netz angelegt hat. Das heißt, wenn, dann hat sie es falsch reingeschrieben. Und zwar hat die Anja Wagner in Göttingen studiert, ist dort Diplom-Sozialwirtin geworden, ist schon eine Weile her und hat dann an der Uni Kassel promoviert, nämlich letztes Jahr und das im Bereich Didaktik der politischen Bildung und hat ihre Dissertation zum Thema, also Flow kann man es überschreiben, glaube ich, abgelegt. Der Titel war User Experience in benutzergenerierten digitalen Lernumgebungen, Gestaltungsspielräume für globale Bildung. Was sie gerade jetzt macht, also sie hat in relativ vielen Projekten freiberuflich und an Hochschulen gearbeitet, hat dann die Agentur Fräulein Flow gegründet und vor nicht ganz so langer Zeit UnUni TV, weshalb wir uns gedacht haben, sie würde ganz gut hier in das Thema passen, denn das ist durchaus eine interessante Plattform zum Austausch von Weiterbildungsangeboten, die sich gerade bildet und die sogar versucht, ein richtiges Geschäftsmodell aufzubauen, was sogar sehr vielversprechend aussieht, was ja nicht so oft der Fall ist. Gut, bei Twitter vielleicht noch AC Wagner, steht auch auf der Folie drauf und dann würde ich das Wort übergeben, versuchen ja so alle Fragen ein bisschen im Blick zu halten und ja, meine Kamera halte ich dabei da auch an, um ein bisschen Traffic zu sparen. Ich hoffe, das stört dich nicht, wenn du in die Standbilder reinsprichst. Wenn ich so ein bisschen gegen die Wand Schön, dass du da spreche. bist. Nee, stört mich nicht. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und war auch soweit alles richtig. Habe ich also gut notiert, was da auf der Webseite steht. Wir haben ja jetzt sehr viel Zeit, ne? Und ich habe einige Folien zusammengestellt und könnte das wahrscheinlich beliebig lang skalieren. Vom Vortrag her, ich hoffe, ich werde trotzdem versuchen, mich so knapp wie möglich zu halten und würde mir wünschen, wenn immer wieder hier Fragen eingeworfen werden oder irgendjemand Lust hat, mitzudiskutieren, dann einfach melden und dass wir nicht hier in so einen Monolog verfallen. Das fände ich sehr gut. Ich fange mal einfach an und wenn jemand was einwerfen will, dann bitte melden. Sind die Folien jetzt einfach synchronisiert? Oder Moment, jetzt muss ich erstmal schauen. Hier, so. Sind die jetzt synchronisiert? Laufen die mit? Ja? Inwiefern synchronisiert? Also ich sehe jetzt die Folie Folie durch 2. diese Also, okay, wahrscheinlich sehr dann, kurz. wenn ich umschalte, dann Genau, schalte ich ja. bei euch auch um, ja? Okay, wer bin ich? Das hat Anja Lorenz eben schon gut zusammengefasst. Dazwischen kann man noch sagen, also zwischen dem Studium der Sozialwissenschaften, ich habe halt einen sozialwissenschaftlichen mit sehr starken politischen, internationalen politischen Schwerpunkt damals. Bin dann in der New Economy gelandet und im Grunde seit 18 Jahren arbeite ich in der Multimedia-Industrie und dann auch kurz danach habe ich angefangen, in der Bildungsindustrie zu arbeiten, sowohl für Unternehmen, also kommerziell für Agenturen erst. Und als auch dann später dann sehr lange für Hochschulen, auch in Hochschulen und für Hochschulen und mit Hochschulen und wie auch immer. Und genau, habe dann im hohen Alter noch eine Dissertation, um das alles mal so zusammenzuführen, diese verschiedenen Aspekte, geschrieben, nämlich über Flow habe ich die dann betitelt. Es geht eigentlich um globale Bildungspolitik, würde ich sagen. Es geht um globale Bildungspolitik in Zeiten des Web 2.0. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, wie sowas ausschauen müsste aus meiner Sicht, aus meinen Erfahrungen heraus und vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen in verschiedenen Fachdisziplinen. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, weil das ein bisschen, ich halt keinen pädagogischen Hintergrund habe, sondern das halt eher politisch sehe. Und dann halt durch meine Multimedia-Erfahrung dann auch noch so ein sehr, eher so ein, auch so ein Blickweise habe, die so vom Design eher herrührt, von der Usability, von der User Experience her.
Okay, und schlussendlich ist das dann alles gemündet in UnUniTV. In der Zwischenzeit denke ich, es hat eine gewisse Logik, dass es da in dieses Projekt irgendwie münden musste. Was ist UnUniTV? Es ist eigentlich erstmal ein Spaßprojekt, sage ich immer. Manche mögen das nicht, dass ich das Spaßprojekt nenne. Wahrscheinlich, weil man keinen Spaß haben darf in der Bildung. Dann korrigieren Sie mich und sagen, das war ein Demonstrationsprojekt im Rahmen meines letzten Weiterbildungsprojektes an der Hochschule, an der HTW Berlin. Da hatte ich so eine ganze Reihe an, also ich hatte über mehrere Jahre ein größeres Projekt dort. Und im letzten Projekt haben wir dann demoweise über 8 Wochen wollten wir zeigen, was möglich ist, wenn sich 4 Leute kollaborativ zusammensetzen und die Technologien so nutzen, wie es heute möglich ist und was dabei rauskommen kann. Dann haben wir angefangen zu arbeiten und nach 8 Wochen stand UnUniTV. Das war Zufall, weil ich aus dem Bildungsbereich kam und zwei andere aus dem Webvideobereich und einer aus dem Social Media Marketing. Da war klar, dass dann sowas wie UnUniTV dabei rauskommen muss. Es fanden dann alle oder ziemlich viele ziemlich gut, aber es hat keiner was gemacht. Und dann habe ich Anfang des Jahres haben wir da mit Fräulein Flow überlegt, dass wir dem Ganzen nochmal eine intensivere ja, Chance geben wollen und uns ein bisschen darauf auch fokussieren. So, was ist es? Vom Anspruch her Bildung von allen für alle. Also wir heben das klassische Prinzip Lehrer, Lehrende, Lernende auf und bei uns ist jederzeit beides zugleich und beziehungsweise ich selber mag auch gar nicht mehr mit diesen Rollenbezeichnungen arbeiten, sondern denke eigentlich, dass wir Erfahrungsräume brauchen, also unter Erwachsenen. Ich spreche jetzt von Erwachsenerbildung, ne? Also nicht von Schulbildung, nicht von Kleinkindbildung, sondern von lebenslangem Lernen, weil wir das alle sprechen drüber, keiner macht es. Oder ja, man macht es schon, aber nicht gezielt. Und ich glaube, wir brauchen der Hemmschuh im Moment in unserer Gesellschaft sind nicht die Jugendlichen und die Kinder, sondern der Hemmschuh ist unsere Generation, meine Generation und älter und auch noch teilweise jünger. Ich würde mal sagen, so alle ab 35 oder 30, kommt drauf an, also ab 35 gehören eigentlich dieser problematischen Zielgruppe an, die sich schwer tut mit diesen Veränderungen, die wir im Moment vergegenwärtigen sollten. So, und dafür ist eigentlich UnUniTV gedacht, eine Infrastruktur zur Verfügung. Ja, Kurze bitte. Frage. Darf ich dich kurz fragen? Habt ihr die Einschränkung gemacht, weil ihr das bewusst machen wolltet, oder war es erstmal eine Einschränkung, um erstmal eine Zielgruppe zu haben, mit der man weiterarbeiten kann? Also denkst du, das ist wirklich anders, oder denkst du, wir fangen mit dieser Zielgruppe an? Ob es anders ist, ich mag im Moment nicht darüber nachdenken, sagen wir es so. Ich versuche es zu vermeiden, das zu generalisieren. Also im Erwachsenenbereich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also unser Bildungssystem ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, Kinder und Jugendliche in die Berufswelt im Grunde zu begleiten. Darauf kann man es eigentlich zurückführen. Und sämtliche Stiftungen, unterstützenden Maßnahmen, die es im öffentlichen Bereich gibt, fast sämtliche, muss man sagen, gelten den Jugendlichen und den Kindern und noch vielleicht noch irgendwelchen Problemgruppen. Problemgruppen sind ausländische Mitbürger, sind manchmal die Frauen. Da, über die Schiene kann man dann noch eventuell ein bisschen Erwachsenenförderung so einheimsen. Und ansonsten, also unser Bildungssystem konzentriert sich genügend auf Kinder und Jugendliche. Und ich finde, dass ein wesentlicher Part da übersehen wird, und das sind die Erwachsenen, unabhängig davon, von dieser berufsbildenden Karriereplanung. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Weiterbildungen. Aber in dem Sinne von gesellschaftlichem Change Management existiert nichts, würde ich sagen. Okay.
gilt für die Hochschulbildung, war jetzt die Frage. Nee, ich glaube, das ist nochmal losgelöst von der Ist Hochschule absolut gedacht, oder? unabhängig von der Hochschule. Also ich selber bin ja, gehöre ja zu den Vertretern, die in Frage stellen, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, die in Frage stellen, ob es zwangsläufig in Zukunft noch der Hochschulen als Lehrbetrieb braucht. Großes Fragezeichen dahinter, ich möchte es auch nicht beantworten, aber ich möchte. Das haben wir gerade als eine Aufgabe im Zug. Also das machen die Teilnehmer. Es ist, wäre eine Inwiefern das noch Arbeitshypothese, möglich an sein der wird. man irgendwie verschiedene Forschungsfragen anhängen könnte. Also es ist mal von einer anderen Sicht. Gut, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, wollte nur wissen, ob das so eine bewusste Einschränkung ist oder so eine Fragestellung, ob das sonst einfach nicht klappt. Gut. Ich versuche gerade noch zu verstehen, Volkshochschulen, MOOCs, ob wir uns da in der Form einsortieren. Also viele vergleichen uns ja mit einer Art von Volkshochschule. Es gibt einige in der Community, denen die das ganz gut finden und andere, die das zu einschränkend finden, weil die Volkshochschulen halt auch eine gewisse Tradition haben, die es zu überwinden gilt. Vielleicht, sagen wir es mal so. Und genau, also ich mache mal ein bisschen weiter, weil ich glaube, mit diesem Zielgruppendenken kommt man bei uns nicht weiter. Weil wir halt nicht dieses Top-Down-Angebot unterbreiten, weil es auch nicht dafür konzipiert ist, dass sich irgendeine Einzelperson oder ein Komitee an Menschen überlegt, wie soll denn jetzt das Curriculum für die Erwachsenenwelt aussehen und dann rollen wir das aus und dann kann jeder daran partizipieren. Das ist nicht unser Ansatz, sondern unser Ansatz ist, Rahmenbedingungen zu schaffen und zu versuchen zu schaffen, sagen wir es so, damit sich erwachsene Menschen dort zusammenfinden und gemeinsam überlegen, wie sie denn ihre Weiterbildung gestalten wollen. Also eigentlich nur so Leitplanken zur Verfügung stellen, nicht sich erhöhen und meinen, man selber hätte aufgrund irgendwelcher und seien sie noch so umfangreiche Forschungen irgendwie einen Plan, wo es hingehen sollte, sondern die kollektive Intelligenz nutzend und dafür Rahmenbedingungen schaffen. Und dafür, da komme ich auch gleich noch dazu. Das ist im Grunde ja der Vorteil der Netzwerkgesellschaft. Okay, also was wir gemacht haben, ist also, wir bauen so eine Art Mitmach-Uni auf. Wir nennen es Uni, es ist auch alles es ist. Auch das ist jetzt schon historisch bedingt, dadurch, dass wir aus dieser Hochschule rauskamen, haben wir es Ununi genannt. Ne? Also wie so ein, haben dann eigentlich nur mit den Begriffen ein bisschen gespielt und jetzt sind wir so ein bisschen darauf festgenagelt, hat aber auch Vorteile, weil wir mit dem Begriff spielen, weil da auch so eine gewisse Tradition auf eine einen Art abgreift, eben forschend und lehrend zu arbeiten, aber halt im eigentlichen Sinne. Ne? Wenn man Universität bei Wikipedia mal nachschlägt, dann ist es der Austausch von Erwachsenen, nee, der Austausch von, wie heißt es? Universität ist der Austausch von Lernenden, glaube ich. Und von der gemeinsame Austausch von Lernenden und Lehrenden. Und im Grunde führen wir eigentlich die Universität wieder dahin zurück, wo sie ursprünglich mal so von ihrem Sprachduktus herkam. Von ihrer. Ja. Gut, und jeder kann sich da ausprobieren, wie er will. Und wir sind auch da ganz am Anfang. Auch unsere Webseite ist am Anfang. Es ist noch sehr überarbeitungsbedürftig und wird auch gerade überarbeitet. Und es ist auch alles noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir es brauchen, um überhaupt das gesamte Konzept darstellen zu können. Im Moment meinen alle, wir seien so ein YouTube-Mashup. Was auf der Art ja auch zutrifft, wenn man sich hier diese Seite mal anschaut. Also es gibt in der Zwischenzeit versuchen wir jeden Werktag so grob irgendwie mindestens ein Live-Video zu produzieren. Und jeder, der bei uns in der Community ist, darf dort Sessions einstellen und anbieten. Und gut, aber da stoßen wir auch noch ein paar Herausforderungen, komme ich auch noch gleich. Gemeinschaft der Lehren und Lernen, genau, das heißt Universität. Gut, letztlich, was es ist, also im Grunde besteht Ununi aus drei verschiedenen Ebenen. Das ist nämlich einmal dieses Videoportal, was im Moment, was alle meinen, damit würden wir
die andere Bildung irgendwie dokumentieren wollen oder über dieses Videoportal sollte vor allen Dingen dieser Wissenstransfer, weil Bildung halt immer als Wissenstransfer wahrgenommen wird. Meinen Sie immer, das wäre jetzt irgendwie das, was wir unter Bildung verstehen, ist aber nicht so, sondern wir meinen das Gesamtkonzept, nämlich dass nach außen hin gibt es dieses Videoportal, wo sich Menschen präsentieren können, dann gibt es diese Community im Backend, die wir auch erst aufbauen müssen mit allen Strukturen, mit Strukturen, die uns, wo wir uns gemeinsam halt austauschen können, weiterbilden können. Und für diese Mitglieder können sich dann über das Videoportal präsentieren und können über den EduShop später oder jetzt auch schon, im Moment haben wir einen temporären EduShop, aber den bauen wir gerade auf, darüber werden alle Mitglieder dann ihre Dienstleistungen online bereitstellen können. Also Workshops, Beratungen, alles Mögliche wird es darüber geben. Auch wahrscheinlich irgendwelche Pakete, wo wir uns aus dem Netzwerk zusammentun und neue Angebote unterbreiten. Ziel ist also im Grunde über diese Community so einen regelmäßigen Austausch der Personen, die da drin beteiligt sind, zu ermöglichen und dass die sich quasi sui generis aus ihren alltäglichen Interaktionen heraus, dass da eines Tages so eine Art Werkzeugkasten entsteht, wo man vielleicht auch auf eine Art, nicht pädagogisch geführt, aber zumindest so wie ein bisschen im Wiki-Style sich wesentliche Kompetenzen aneignen kann, die es heute braucht. Und dazu gehört meines Erachtens auch, dass man die Fähigkeit hat, sich über so ein Videoportal zu präsentieren mit seiner Fachkompetenz. Wohlgemerkt, also wobei wir haben im Moment ja noch diese Einschränkung, nicht Einschränkung nicht, aber wir haben es ein bisschen im Moment, um es ein bisschen zu fokussieren, unseren Ansatz haben wir uns auch bei den Erwachsenen auch mal primär erstmal auf die konzentriert, die außerhalb eines normalen Arbeitsverhältnisses stehen, weil die den größten Druck haben und für die existiert nun wirklich überhaupt gar keine Fortbildung, weil die Fortbildung, die für existiert, ist halt vor allen Dingen innerhalb der Unternehmen, innerhalb der beruflichen Weiterbildung. Und für Freelancer existiert eigentlich nichts. Es werden aber immer mehr Menschen müssen freiberuflich arbeiten, wollen freiberuflich arbeiten. Und aber keiner weiß, wie es geht. Und viele rennen dann auch in genau diese Falle, dass sie halt irgendwas am Markt anbieten, was kein Mensch haben will. Und dann beginnt diese prekäre Schleife da zu wirken. Und insofern haben wir da so ein Schwerpunktthema eigentlich draufgesetzt. Erstmal Menschen auszubilden, dass sie sich präsentieren können mit ihrer Kompetenz, die sie dann wiederum verkaufen können über den EduShop. Das ist so der erste Punkt. Genau, Sirka. Man könnte sich auch auf YouTube präsentieren. Jeder kann heute ein Hangout eröffnen und auf seinem Blog einbinden. Der Mehrwert, wenn du als Einzelperson startest, werden vielleicht deine Freunde beim ersten Mal noch zuschauen, beim zweiten Mal kennen sie dich ja schon, beim dritten Mal muss schon ein sehr großes Interesse vorhanden sein. Und was wir halt versuchen aufzubauen, ist so ein Audience, so ein Publikum, was über den eigenen Bekanntenkreis hinausgeht. Also so eine Bündelung im Grunde. Auch dann mit dem Ziel, später politisch als Gruppe auch wahrgenommen zu werden, die ein Anliegen hat. Also das, ja genau, das ist so eine Vernetzung auf dem, ja, weil du, wenn wir uns zusammentun, wenn zwei Menschen zusammen Videos produzieren, die über die gemeinsame Plattform streamen, dann partizipieren wechselseitig die beiden von dem jeweiligen anderen Publikum. Und so ist es bei uns dann halt auch, dass du halt dann diesen Serendipity-Effekt damit halt auch förderst. Dass man auf einmal Sachen entdeckt, auf die man niemals gesucht hätte, weil man halt gerade zufällig auf der Plattform ist und weil man dann, also das genau wollen wir dann auch fördern. Da komme ich aber nachher nochmal. So, wir hatten das halt so angelegt und haben dann im Juni 2013, also jetzt vor ein paar Monaten, hatten wir dann eine Crowdfunding-Aktion
durchgeführt, um mal zu schauen, ob Menschen überhaupt bereit sind, für sowas Mitgliedschaftsgebühren zu zahlen, weil das ist halt das Geschäftsmodell. Also wir müssen halt irgendwie uns irgendwas aufbauen, womit wir nachhaltig zumindest die Grundstrukturen aufrechterhalten können. Und wir wollen also nicht for profit arbeiten, sondern gemeinnützig. Aber auch das muss irgendwann, muss die Arbeit zumindest der Person bezahlt werden, die einfach die Rahmenbedingungen da schaffen. Und das machen wir halt, realisieren wir über Mitgliedschaftsgebühren, die sehr gering sind. Also wir wollen so 100 € im Jahr. Und wir wollten halt dann über die Crowdfunding-Kampagne eigentlich schauen, ob Menschen bereit sind, uns da zu unterstützen, ob sie das nachvollziehbar und wünschenswert erachten, und haben dann darüber die ersten Mitgliedschaften auch verkauft. Und das war dann auch mit Ach und Krach zwar, aber immerhin, wir haben es geschafft. Wir wurden also von der Crowd über die Schwelle gehievt, und damit war dann auch klar, dass wir es jetzt versuchen werden, das halt wirklich richtig aufzuziehen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also das ist alles sehr knapp bemessen. Und aber dadurch, dass wir so viele in der Zwischenzeit sind, über diese ganze Crowdfunding-Kampagne und im Vorfeld schon haben wir eine Community aufbauen können, die uns temporär immer wieder mal so freie Zeit schenkt und sich dann engagiert und einbringt, qualitativ einbringt. Und das ist das, wie wir versuchen, so eine Art Netzwerkunternehmen da aufzubauen. Ist auch dann auch nochmal eine Herausforderung, weil es da kein Role Model gibt. Also es gibt zwar Genossenschaften, aber das ist was anderes als das, was wir machen. Es gibt halt For-Profit-Bildungsunternehmen, jede Menge im Moment, die halt von Investoren mit Geld zugeschmissen werden, aber die dann auch darauf abzielen, halt Gewinn zu machen und dann später irgendwann weiterverkauft zu werden. Und das, was wir machen, im Grunde mit möglichst wenig Kapital da was aufzusetzen, bis zu dem Punkt zu führen, dass es dann sich nachhaltig trägt, das wird dann die große Herausforderung sein. Ja, genau. Weiß jeder, was Crowdfunding ist? Okay, Crowdfunding ist, dann gehe ich nochmal zurück. Crowdfunding ist quasi eine moderne Fundraising-Methode. Es ist sowas wie Spenden. Also man bittet Menschen darum, Kleinstspenden zu geben. Allerdings nicht wie beim Fundraising einfach nur so, weil es ein schönes Projekt ist, sondern man bekommt eine Gegenleistung dafür. Also man bekommt entweder, was weiß ich, manchmal ein T-Shirt, oder man bekommt ein Buch oder eine Mitgliedschaft bei uns oder was auch immer. Also man kauft im Grunde sozusagen, es ist auch eine moderne Marketingform. Man schaut, ob der Markt bereit ist für die Leistung, die man später am Markt positionieren will, die vorab zu kaufen. Genau. Das hättest du mal machen können. Genau, wie Subscription, genau. Das ist quasi das Modell, und man muss dann irgendwie so einen Mindestbetrag angeben, den man erreichen möchte, und da kann sich dann aussuchen, über welchen Zeitraum man diese Crowdfunding-Kampagne führen möchte. Und dann sammelt man über diese Kleinstbeträge, da kann jeder sich einbringen. Das kann von 5 € bis, oder kann, und manche fangen auch bei 1 € an, bis zu 10.000 kann man da beliebig kann man selbst festlegen, welche Summen man einnehmen möchte und was man dafür als Gegenleistung anbietet. Das war ja bei euch, wie war das? Das ging relativ schnell hoch, ne? Und dann war es spannend zum Schluss. Habe ich das So noch ein richtig in typischer Erinnerung? Ja, Verlauf. ne? Ja, das ist dann zum Ende hin nochmal so ein Aufschwung gibt. Ja, das war schon sehr ambitioniert auch. Also ich wollte es dann auch wissen. Also ich hatte mir gedacht, dass in der Form, in der Größenordnung gab es das in Deutschland noch nicht.
Zumindest nicht als, also für so quasi als Unternehmens als, oder so, so eine Vorfinanzierung eines Startups. Es gab schon diese Aktiengenossenschaften, die ein-, zweimal gelaufen sind. Fernopoli hatte ja Anfang des Jahres 200.000 eingenommen, aber die haben Genossenschaftsanteile verkauft. So. Naja, es war aber ganz gut und es war ist super, super aufwendig. Also wenn ihr da sowas plant, plant auch sehr viel Zeit drauf da ein. Also das heißt im Grunde Fulltime. Ja, im Grunde, ich habe den Monat irgendwie durchschnittlich 5 Stunden pro Nacht geschlafen. Und das jeden Tag. Also das ist schon heftig viel Arbeit. Und man muss es auch mit mehreren machen. Da hatte ich auch dann tatkräftige Unterstützung. Auch von Wolfgang, der ursprünglich auch bei der ersten Ununi-Variante dabei war und es mitgegründet hatte. Der hat sich dann auch hier sehr stark eingebracht mit seinem Marketing-Know-how und aber auch viele, viele andere aus dem Netzwerk, aus der Community, die dann ja auch wuchs und wo dann auch so eine Spannung aufkam. Wobei ich eigentlich behaupte, das wäre zumindest auch mal so eine Untersuchungsmöglichkeit, eine Forschungsfrage. Also ich würde sagen, dass wir diese Summe nie erreicht hätten, auch die Community nicht hätten aufbauen können ohne Google Plus. Also Google Plus hat uns, es kam genau im richtigen Moment raus und hat dann so eine Dynamik auch ermöglicht, wie es sonst. Also ich habe früher viel mit Facebook-Communities auch gearbeitet, aber in der Form kannte ich das nicht. Das war schon sehr, also da hat die Technik uns sehr unterstützt und da auch so einen Spannungsmoment da reinzubringen, den man auch wirklich physisch merkt, weil das Handy ja auch gar nicht mehr still stand. Also das vibriert bei mir irgendwie, wenn ich bei Twitter erwähnt werde oder also wenn so Sachen kommen, wo man vielleicht mal reagieren sollte, wo man einen Blick drauf werfen sollte. Und auch bei Google Plus war das so automatisch so eingestellt. Und wenn man da mal irgendwie gerade mal einkaufen war, in der Hosentasche hatte, war es die ganze Zeit am Bein am Vibrieren. Ne? Also das war so ein ganz, man hat es wirklich körperlich gespürt, diese Power, die da in dieser Community steckt. Sehr gut erklärt, Ejuba. Genau, wenn das Projekt nicht, wenn die Funding-Schwelle nicht erreicht worden wäre, wäre das Geld wieder zurückgeflossen an diejenigen, die bis dahin da was eingezahlt haben und wäre nicht an uns ausgeschüttet worden. Also das Geld wird an die Initiatoren erst dann ausgeschüttet, wenn die Aktion beendet ist. So, zum Thema Konnektivismus. Da habt ihr jetzt schon diese Woche, ich duze hier einfach, also ich hoffe, dass entschuldigt man, weil wir das bei uns. Entschuldigen uns mittlerweile. Also das hatten wir hatten da die ersten ein, zwei Okay. Veranstaltungen auch ein bisschen Wir das Spaß. bei Also wir Ununi sind auch uns da so nicht. handhaben, dass wir per se alle duzen. Ich das auch früher schon immer so gehandhabt habe, weil das solche Hürden sowieso schon sind, so. Und dann wenigstens diese Hürde nehmen. Okay, Wissensgesellschaft und Konnektivismus, eigentlich ein Widerspruch in sich in meinen Augen. Das hier ist so eins meiner Lieblingsfotos, die ich seit 10 Jahren immer wieder bei jeder mir bietenden Gelegenheit irgendwie zeige. Das habe ich irgendwann mal in Berlin Mitte aufgenommen, 2003 war das. Und zu der Zeit habe ich einen Usability-Kurs an der Hochschule gegeben. Und ich finde, das ist eigentlich so, das ist für mich eigentlich unsere Sinnbild unserer Gesellschaft. Also da steckt so viel drin in diesem Bild. Es ist also ein Türdesigner oder wie man den nennen will, der hat sich da was ganz Originelles überlegt, nämlich so ein Türöffner, wo man nur draufdrücken muss, um dann reinzukommen. Hat aber keiner verstanden offensichtlich. Und dann hat man so nach und nach offenbar dann diese Aufkleber da angebracht. Wahrscheinlich erstmal nur einen, dann den zweiten irgendwann, weil immer noch keiner reinkam. Und dann die dritte und vierte Variante ist dann also über diese Kognition, also man versucht eigentlich eine Intuition, jeder von uns hat ja von Kindesbeinen an gelernt, Türen zu öffnen. Also wenn wir was können, dann sind es ja Türen zu öffnen.
Und aber dann fängt es an, fängt die Gesellschaft an zu arbeiten und ja, versucht aus dieser geschmacklosen Metalltür da noch irgend so ein Clou da reinzubringen. Und dann geht's los und man muss am Schluss über die Kognition wieder arbeiten, um dem Menschen zu suggerieren, was er denn machen muss, um diese Tür zu öffnen. Und wenn man das so als Sinnbild nähme, und es wäre jetzt, sagen wir mal, die Tür zur Zukunft, und wir würden also mit unseren Wissensbausteinen jetzt kommen und erklären den Menschen, wie sie denn hier und die komplizierte Zukunftstür da öffnen können, dann glaube ich, dass es nicht so, glaube, das ist eigentlich so das, wo wir im Moment uns befinden, in dieser, eigentlich, also die Wissensgesellschaft selber, Wissen hat es ja schon immer gegeben, Wissen gab es schon. Seit den Griechen gibt es, also es gibt, oder vorher auch schon, also Wissen gibt es schon immer. Die Digitalisierung und damit dann auch der nächste Punkt, nämlich Wissen steht im Internet. Also dieses ganze, diese Verbindung, also ich wollte jetzt, also ich könnte jetzt ausholen, irgendwie, woher das kommt. Das ist im Grunde, das ist eigentlich ein Grundproblem, glaube ich, unserer westlichen Moderne. Schon in der französischen Aufklärung ist also das geistige Eigentum war, also das war im Grunde so ein Widerstandsrecht gegen das Klerikale. Und daher kommt ja im Grunde auch dieser Unternehmensgeist und dieses überhaupt, das Eigentum gehört demjenigen, der es produziert. Und das ist ja so ein Widerstand gewesen gegen die Königshäuser, gegen das Adelsgeschlecht und die Kirche. Und das hat sich so bei uns in unserer Kultur verankert. Es war auch absolut notwendig, um diese, also dieser freie Geist des Menschen und diese Möglichkeit darüber halt Innovationen zu schaffen und selber irgendwie voranzukommen und diese Industrialisierung auch anzuschieben. Das wäre ja alles ohne die Moderne, ohne die Aufklärung gar nicht so in der Form möglich gewesen wahrscheinlich. Und jetzt hängen wir eigentlich an dem Punkt, dass wir immer noch, das ist so in uns drin, dass wir geistiges Eigentum als das höchste Gut eigentlich wahrnehmen, dass wir uns kaum davon lösen können. Und diese Wissensgesellschaft, denke ich, ist noch so, also auch das ist ja auch immer noch in unserem Sprachgebrauch so drin und so selbstverständlich, auch von Kritikern dieses Systems wird es sehr selbstverständlich genutzt, dass es doch immer bei Bildung um Wissenstransfer geht. Aber ich glaube, wir sollten uns mal davon erholen und mal überlegen, ob es nicht vielleicht im 21. Jahrhundert andere Begrifflichkeiten gibt, und die gibt es ja von anderen, komme ich gleich auch noch zu. Also, dass Wissensgesellschaft an sich vielleicht mit allem, was dranhängt, zu mal einfach neu gedacht werden könnte. Komplett neu gedacht werden. Tabula rasa, und wir fangen mal an, das Ganze neu zu denken. Und dann haben wir es halt, und das wissen wir ja alle, dass das Wissen im Internet steht und dass Google daran arbeitet, das Wissen irgendwie aufzubereiten. Wikipedia sammelt es kollaborativ und wird auch immer mächtiger. Amazon packt noch sehr gute Algorithmen dazu und weiß mehr über einen selbst als man selbst. Und die Frage ist also dann, welches Wissen muss man denn eigentlich noch vermitteln? Und sollten wir nicht eigentlich bei Lernen, weil wir sprechen über Lernen 2.0, weil eher über Weiterentwicklung sprechen. Und nun bin ich Sozialwissenschaftlerin und keine Pädagogin. Und insofern würde ich neben dem Individuum, was sich weiterentwickeln soll und sollte, auch den Anspruch an sich selber haben sollte, sich weiterzuentwickeln, gilt es aber auch, die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Sowohl auf dieser kulturellen Ebene als auch auf der technologischen Ebene. Und daran mitzuwirken, das einfach mal so hinzunehmen, dass das eine Entwicklung ist, die nun mal einfach stattfindet. Und vor diesem Hintergrund dann konstruktiv damit arbeitet, anstatt immer nur es zu verteidigen, also quasi zu den alten Beständen hin. Also, weil wir sind halt in dieser Transformation. Wir sind eigentlich schon längst drüber hinweg, nur wollen es die Stakeholder noch nicht wahrhaben. Ja, das ist wohl wahr, dass Wikipedia nicht
dass da noch nicht alles stimmt. Aber wenn man sowas entdeckt, kann man ja reingehen und es verändern und verbessern. Ja, es ist polemisch, ich weiß. Trotzdem ist es, es gibt ja nun Analysen, wer besser ist, Wikipedia oder die Enzyklopädie, die es jetzt auch aufgegeben hat, dagegen anzukämpfen, weil sie einfach nicht besser sein können. Die Fachexperten sind nicht besser als die kollektive Intelligenz. Vielleicht in einzelnen Nischenthemen, das mag sein, aber gibt ja nun bestimmte Prinzipien, wann die Qualität eines Wikipedia-Eintrags immer besser wird. Und daran muss man weiterarbeiten. Die Kompetenz halt auch zu entwickeln, da einfach mitzuschreiben. Wobei ich weiß, dass das in Deutschland sehr schwierig ist. Auch, ich habe auch selber keine Lust mit diesen Gralshütern da zu kämpfen. Das habe ich ein paar Mal gemacht und da vergeht einem ja wirklich die Lust mitzuarbeiten. Aber dann muss man halt alternative Systeme aufbauen. Es ist ja nur ein Sinnbild, Wikipedia. Ja, ich weiß, Maria Mee, ich weiß, dass es ein Fauxpas ist, das liegt aber nicht an Wikipedia, sondern an den Lehrenden, die sich weigern, sich damit auseinanderzusetzen. Mit dieser Entwicklung, würde ich mal so sagen. Gleichwohl kann ich aber den Studierenden, ich meine, das sind jetzt nun auch alles, wisst ihr wahrscheinlich alle selbst, dass man nie eine Quelle als Wahrheit nehmen sollte, sondern das immer sich vergewissern sollte und dem nachgehen sollte, möglichst an die Ursprungsdateien rangehen, an die Ursprungstexte und so weiter und so fort. Das ist Wissenschaft. Also nichts glauben, sondern alles in Frage stellen, bezweifeln, dem nachgehen. Und aber als Einstiegspunkt kann man, denke ich, Wikipedia durchaus auch nehmen. Ja, circa, die kann man zitieren, wenn man sie aber auch gecheckt hat, ne? Beziehungsweise sind auch nicht unbedingt immer die Quellen, die in Wikipedia angegeben werden, unbedingt immer die besten. Aber sie können ein erster Hinweis sein und da kann man sich dann, kann so quasi die erste Perle sein. Dann muss man sich die Perlenkette entlang arbeiten. Gut. Professionalität, genau, das ist auch eins unserer Stichwörter, was wir uns ja jetzt im Herbst hier bei UnUniTV so auf die Fahnen geschrieben haben, weil ich dem mal gerne nachgehen will. Was heißt denn das eigentlich? Professionalität im 21. Jahrhundert. Weil ich denke, es ist umfangreicher als der in der Pädagogik gern genutzte Kompetenzbegriff. Und auch da wieder weniger nur auf das Wissen konzentriert, sondern wie gesagt, Wissen steht im Internet, sondern die Kompetenz besteht darin, mit diesem Wissen umgehen zu können und sich auszutauschen. Und es gibt andere Ebenen. Also wir hatten heute Morgen oder heute Mittag ja darüber gesprochen. Mit Martin habe ich letzte Woche drüber gesprochen, mit Martin Lindner. Also Professionalität setzt sich zusammen aus einer gewissen Fachkompetenz, nennen wir es jetzt mal so, die wegen mir auch wissensgestützt sein kann oder zumindest so weit ausgeprägt sein soll, dass man dieses Wissen einschätzen kann. Und dann haben wir nach außen hin halt, also für Freelancer relevant ist bei Professionalität auch die Sichtbarkeit, dass man das irgendwie von außen her auch als solches dem Menschen zutraut. Das muss also irgendwie dargestellt werden nach Kriterien, die versuchen wir gerade mal rauszufinden, wie wir uns selber so, an welchen Kriterien wir selber das festmachen. Es gibt diese alten Werte wie Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, das sind so die alten preußischen Tugenden. Und man könnte aber auch sagen, also das ist Kollaborationsfähigkeit, also diese vernetzten Tugenden, dass wir die alle noch aufbauen müssen, weil ich glaube, dass es darauf heute wesentlich ankommt in der Netzwerkgesellschaft. Aber daran arbeiten wir. Das ist so zum Beispiel so einer von diesen Work in Progress, an denen wir uns jetzt versuchen und die wir auf unsere Art ganz unwissenschaftlich im ersten Schritt uns dem annähern und einfach uns austauschen mit unseren Erfahrungen. Genau, und dann braucht man auch keine Geheimzahl, um durch die Tür zu gehen. Und dann sind wir bei dem Konnektivismus.
Also diese Erkenntnis, dass das Wissen eben nicht mehr in diesen Content-Bereichen liegt, also das Wesentliche hier, was heute, also was wir jetzt gerade hier aktuell praktizieren, das ist nicht dieser Content, den ich euch in Form dieser Folien hier präsentiere, ist das Interessante, sondern dass ihr erstmal hier diese Menschen zusammengekommen sind, um sich da auszutauschen, idealerweise. Das wäre halt jetzt, finde ich, so eine Anforderung an eine moderne Technologie, müssten die sich ad hoc vernetzen können und irgendwo anders dann weiter diskutieren können. So fluid, ohne dass da irgendwelche Hürden aufgebaut sind, irgendwelche Medienbrüche. Und dass ihr mich kennengelernt habt, dass ihr euch, wenn euch das irgendwo, wenn ihr damit irgendwas anfangen könnt, euch mit mir vernetzt und dann es quasi da weiterverfolgt. Also es geht nicht um die Foliensatz, nicht der Content ist das Wichtige, sondern dass ihr mich kennenlernt und all die anderen. Das ist eigentlich das Relevante bei solchen Events. Und weil das Wichtige ist, und das muss man erkennen, und ich glaube, halte das für eine der zentralen Kompetenzbausteine heute, professionellen Kompetenzbausteine, ist sich in verschiedene Netzwerke hineinzubegeben, bewusst hineinzubegeben. Auch sehr heterogene Netzwerke, auch manche, die man nur schwer aushält, weil sie einem doch also einem Dinge unterbreiten, die man nicht so gerne hören mag oder mit denen man nichts anfangen kann. Aber es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wie kollektive Intelligenz funktioniert. Die funktioniert über die Heterogenität, über die Diversifikation. Und dem muss man sich aussetzen und das muss man gezielt suchen. Und das ist so, und dann ist man, wenn man Glück hat und diese Netzwerke geschickt auswählt für sich, dann ist man sozusagen am Puls der Zeit, am Puls seiner Zeit, also mit seiner Profession. Und dann bekommt man verschiedene Einflüsse mit und verarbeitet die und dadurch entwickelt sich Gesellschaft weiter. Nicht durch den Content, den irgendjemand aufgearbeitet hat vor was auch immer, welcher Zeit. Und das ist, glaube ich, so ein wesentliches Moment, wo ich mir auch wünschen würde, dass das Bildungssystem mehr darauf dringen würde, Menschen auszubilden, diese Strukturen aufzubauen, sodass sie dann befähigt sind, lebenslang lernen, also quasi die Struktur haben, in der sie dann automatisch lebenslang lernen, ohne dass sie dann irgendwie explizit in eine Weiterbildung gehen müssen. So, das ist also für mich alles Konnektivismus und Wissensgesellschaft. Ich lese mal ganz kurz hier, was hier noch so steht. Okay. Gesprochen hattest, also ich glaube neben der Fachkompetenz und der Bekanntheit, was da noch so dieses mysterious Feld, was du da aufgespannt hast. Und ich glaube, dem hat man sich jetzt gerade versucht zu nähern. Wiki-Diskussion, okay. Genau, und die Wikipedia-Diskussion geht noch ein Stück weiter. Okay, machen wir mal weiter. Chancen durch die Netzwerkgesellschaft. Wenn ihr euch mal nochmal, ich gehe noch mal, spring nochmal zurück, wenn ihr euch dieses Bild anschaut, und das ist im Grunde so ein typisches Personal Learning Network, was bei Anja Lorenz bestimmt ähnlich aussieht wie bei mir, aber auch nicht in Punkt, also nicht in jedem Punkt, sondern jeder wird andere Schwerpunkte haben und jeder, der in diesem Netz so unterwegs ist, wird andere Netzwerke gespannt haben. Aber wichtig ist halt, sich über verschiedene Kanäle im Grunde zu vernetzen. Das ist halt um diesen Serendipity-Effekt, diese Zufallsfunde zu erleichtern. Und wenn ihr euch dieses Bild anschaut und dann die Netzwerkgesellschaft, wie die heute strukturiert ist nach Castells, dann seht ihr, wie das in meinen Augen nicht unbedingt zufällig so nebeneinander entstanden ist. Also die Netzwerkgesellschaft, die wir im Grunde seit 70er Jahren, der Aufbau, den man so beobachten kann, und das ist eigentlich, denke ich, auch der bessere Begriff als die Wissensgesellschaft, weil es geht um diese Netzwerke, so wie beim Konnektivismus auch. Die Netzwerkgesellschaft ist ja schon immer, irgendwie waren die Staaten untereinander verbunden, haben darüber ein internationales Netz aufgebaut.
Dann kamen die Unternehmen hinterher und haben da ihre globalen Unternehmensstrukturen aufgezogen. Und jetzt ist für die Normalbevölkerung über das Internet, über das Web auf einmal die Gelegenheit gegeben, ebenfalls halt global zu agieren und damit aber auch den anderen, also dem politischen und dem ökonomischen Layer quasi so einen zivilgesellschaftlichen Druck entgegenzusetzen, entgegenzubringen. Und das müssen wir auch, und das sehen wir ja auch in dieser jetzigen Krisenphase, dass wir diese alten Strukturen auch helfen müssen, irgendwie aufzubrechen von unten, wohin auch immer. Also es wird da keiner, kann da im Moment ein Lösungsmodell vorgeben, aber erstmal sich das anzueignen, das Netz anzueignen und damit arbeiten zu lernen als Werkzeug. Und dann sich in sogenannten Communities of Interest oder Communities of Practice zusammenzutun, Networks of Practice aufbauen, auf einer eher Gemeinsamkeiten zu entdecken, Problematiken aufzuspüren und die anzugehen als politische Kraft. Und das war auch ein Teil meiner, ein Schwerpunkt meiner Arbeit, meiner Dissertation, halt zu schauen, wie können wir eigentlich noch in diesen Phasen, in diesen globalen Phasen überhaupt noch als Person uns ermächtigen, wirklich hier Einfluss zu nehmen auf die Weltgesellschaft, weil das solche Eigendynamiken sind, die da wirken. Und da, das werden wir nur über den zivilgesellschaftlichen Hebel schaffen. Und da haben wir aber in der Zwischenzeit ja durch das Web 2.0 auch und durch halt zum Beispiel Wikis und so andere kollaborative Werkzeuge in der Zwischenzeit die Möglichkeit, uns auszutauschen, da Erfahrungen zu sammeln. Wobei das Kulturtechniken sind, die wir auch alle erst lernen müssen. Also Kollaboration ist uns allen nicht mitgegeben. Wir sind in der Sozialisation, auch in der Schule. Wir sind kompetitiv aufgestellt. Wir werden mit dem Notensystem quasi auch zu so Output-generierten Menschen getrieben. Und was wir schaffen müssen, ist halt so dieses soziale Moment irgendwie wieder herzustellen. Und also dieses Interkonnektive, weil wir halt irgendwie uns nur selber weiterentwickeln können, wenn wir in einem Netzwerk agieren, müssen wir das auch irgendwie pflegen. Also es macht ja auf Dauer keinen Spaß, irgendwas zu scheren, wenn der andere nichts zurückschert. Und das ist halt so eine Kompetenz, so eine Kulturtechnik, die wir als Gesellschaft lernen müssen, als Individuum und als Kultur vor allen Dingen. Weil auch das sind ja im Moment die ganzen Kämpfe, die wir im Moment haben. Ja, das sind halt so das spiegelt sich an verschiedenen Diskussionen wider. Sei es bei den Creative Commons, wenn irgendjemand, also wenn ich jetzt hier diesen Foliensatz ins Netz stelle, das werde ich einfach so mit Creative Commons. Werde ich das frei zur Verfügung stellen und sagen wir mal, jetzt kommt ein Unternehmen, denkt, ah, super Foliensatz, den nehme ich mal irgendwie, dann mache ich noch irgendwas anderes dazu und dann hole ich dafür Betrag X und kassiere das ein. Und dieser Mensch macht dann Gewinn damit. Und mit dieser Einstellung, damit haben wir sehr große Probleme, weil wir es halt so gewohnt sind, geistiges Eigentum, ne? Da sind wir wieder bei der Aufklärung von früher. Das ist doch meine Idee gewesen, das so zu organisieren, wie kann denn jemand anders damit Geld verdienen? Und das sind so Kulturtechniken, wo man erst einen Umgang mitfinden muss. Und wo es auch einige Schritte, glaube ich, in der Zwischenzeit braucht, bis man dann an den Punkt kommt, okay, ist mir egal, wenn der Geld damit verdient, aber es sind meine Folien mit meinem Namen, die da unterwegs sind. Und dann soll es so sein, dann ist es auch okay. Und das sind halt so, da gibt es halt einige Techniken, die wir einfach uns aneignen müssen. Und, weil diese Pipes so wichtig sind, also beim Konnektivismus, weil es halt so wichtig ist, sich mit diesen Netzwerken auseinanderzusetzen, deshalb muss man irgendwie reinkommen in Netzwerken. Ein Netzwerk konferiert sich immer um ein Projekt. Also man will irgendwas gemeinsam erledigen und dann scharen sich drumherum die Leute. Die scharen sich, aber diese Menschen haben untereinander nur dann was miteinander zu tun, wenn sich
ein, jetzt bin ich über bei diesen Meldungen, bin ich über abgelenkt. Wenn sich, Moment, also man verbindet sich nur untereinander, wenn jeder was dazu beiträgt. Also auch da ist wieder so, also man hat keine Lust, irgendwie dauerhaft mit jemandem zusammenzuarbeiten, der nie irgendwas beiträgt, der immer nur am Gucken ist. Der wird nie Teil des Netzwerkes sein. Insofern ist eine wesentliche Definition eines Netzwerks immer die Mitarbeit. Und wenn ein Knoten, so heißen diese einzelnen Punkte, wenn ein Netzwerkknoten halt keine Relevanz mehr hat für ein Projekt, dann wird der einfach umschifft. Ne? Oder wenn der irgendwie schwierig ist oder wenn der einfach nicht so funktioniert wie das andere, der Rest des Netzwerks, dann sucht man sich einfach einen anderen Netzwerkknoten, weil der kann das genauso gut erledigen, vielleicht auch besser oder anders oder wie auch immer. Und dafür, das ist im Grunde diese Internetlogik, die in der Zwischenzeit auch unsere Gesellschaft erfasst hat. Und das macht sich gesellschaftlich halt dadurch bemerkbar, dass wir halt immer mehr Freelancer sind, dass wir, dass halt die Unternehmen halt outsourcen und mit dieser Kernbelegschaft ja, sind ja nur noch, haben wir nur noch 40% wirklich eine Vollzeitstelle unbefristet. Und das muss man einfach mal realisieren, so ist halt nun mal die Gesellschaft und dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und deshalb ist es halt sehr wichtig, sich selber, ja, Entschuldigung. Ich würde gleich die Diskussion vielleicht mal aufgreifen, die unten ein bisschen sich entwickelt hat. Nämlich bei Juba steht, ich finde das Verfolgen der Netzwerke bzw. meines Netzwerkes unheimlich zeitraubend. Also diese Netzwerkaufbau, ich meine, die Vorteile sind mir klar, sind dir klar. Man weiß aber auch, dass es viel Zeit kostet. Vielleicht kannst du Das ist Teil dazu der noch Arbeit mal was, einfach. Man weiß muss nicht, das einfach vielleicht passt nicht ganz gut als gerade. separate, nicht als Freizeitvergnügen sehen, sondern das ist die Arbeit. Netzwerke aufzubauen, auszubauen, ist einfach ein wesentlicher, also wenn man so in dieser Logik dann verfährt, dann geht es eigentlich darum, die ganze Zeit sich im Netzwerk, im Flow mitzubewegen. Und es wird immer dann schwierig, also ich merke das selber, ich brauche auch ab und an diese Auszeiten, also wo ich mich dann rausnehme aus diesem Flow der einfließenden Informationen. Und dann ist es immer sehr schwer, wieder so reinzufinden. Solange man da mitschwimmt und solange man da so drin ist, dann hat man Umgang damit, auch einen physischen Umgang damit. Aber wenn man dann draußen ist, dann wird es schwierig. Ich glaub, da gibt es auch keine Pauschallösungen. Ich würde jedem empfehlen, anzufangen mit irgendwas, mit einem Ding, also so ein Activity Stream im Grunde sich aufzubauen. Und die hier klagen, gerade in der nächsten Generation würde ich mal vermuten, gibt es hier irgendjemanden, der kein Spieler ist, der nie Computerspiele spielt, weil die arbeiten ja alle in der Zwischenzeit mit diesen Activity Streams. Ihr spielt alle keine Spiele, das gibt es ja gar nicht. Doch, ihr Mann, spielt, ne? Ich heißt, ihr die spielt. schwindeln doch alle. Also richtig gar Nö, keine? ich Du meinst meinte jetzt auch schon so eigentlich ganz normal diese, Sudoku was weiß und ich, World of Kram? Warcraft, Legions, ich habe auch keine Ahnung, wie die ganzen Dinge Oder meinst heißen. du? Aber schon diese Multiplayer-Geschichten. Also für sowas habe ich. Weil Also die gerade arbeiten ja, nicht, also das, aber solche Spiele eine funktionieren sehr ja nur, dass intensive du halt Vergangenheit damit dann gehabt. auf dem Laufenden bleibst, dass andere in deinem Netzwerk, auch die arbeiten ja mit Netzwerken, was die gerade machen. Ne? Also du musst ja da auch die ganze Zeit irgendwie auf dem Plan bleiben, auf dem Stand bleiben, was irgendwie im Moment State of the Art ist innerhalb des Spieles. Und nichts anderes ist eigentlich Twitter und Facebook und dieser ganze Information Flow, dem wir uns da so ausliefern. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein großes Spiel, wie ein großes gesellschaftliches Spiel. So stelle ich mir das manchmal vor. Das ist schön gesagt. Ah, okay. Okay, wenn ihr dann noch solche
Solospieler seid, dann werdet ihr es schwer haben in dieser Gesellschaft, weil ein Netzwerk mit sich selber auf Dauer auch nicht so richtig einen weiterbringen kann, weil man braucht ja irgendwie jemanden, der einem entweder einen Job gibt oder einen Auftrag oder irgendwas abkauft oder was auch immer. Oder mit dem man vielleicht sowas, solche Modelle wie Carsharing betreiben kann, also diese ganze Share Economy, mit dem man vielleicht Urban Gardening, das sind ja alles solche Projekte, die aus dieser Web 2.0 Kultur, also ich glaube nicht, dass, also die sind nicht zufällig jetzt entstanden, sondern das sind kulturelle Mechanismen, die wir im Netz kennengelernt haben, die wir übertragen in unser Realleben. Nö, die muss man nicht mögen. Ich spiele überhaupt gar nicht solche Spiele. Okay, ich mach mal weiter. Also das ist so im Grunde so mein Denken und Ununi ist dann letztlich das, oder was wir da versuchen, ist halt im Grunde eine Infrastruktur aufzubauen für Menschen, die sich davon angesprochen fühlen. Ich hoffe, dass noch viele, viele andere Initiativen sich auch auf den Weg machen, Infrastrukturen aufzubauen, um Menschen das zu erleichtern, sich zu vernetzen, sich möglichst in heterogenen Gruppen zu vernetzen, die trotzdem interessant sind, wo es also gewisse Schnittmengen gibt und um sich dann wechselseitig sozusagen fortzubilden. Und das ist das, was wir mit UnUni eigentlich schaffen wollen, dass wir irgendwie Menschen, die verteilt irgendwo, idealerweise, also man kann das jetzt ganz groß denken, die irgendwie, ich habe das früher mal mit den Fledermäusen irgendwie so erklärt, wenn man sich also für Fledermäuse interessiert und da irgendwie aus welchem Grund auch immer, kommt man an den Punkt, wo man denkt, ich wüsste jetzt gerne mal mehr über Fledermäuse. Man kennt aber sonst gar keinen in seinem Umfeld, der was mit Fledermäusen zu tun hat. Also geht man auf die Suche im Netz natürlich, wo sonst. Und das wäre es nicht schön, wenn man dann eine Gruppe finden würde, die überall verteilt auf der Welt vielleicht sitzt, weil irgendwo verzweifelt irgendwo andere einzelne Menschen sitzen, die sich auch gerne mit der Fledermausproblematik beschäftigen wollen und die sich dann zusammenfinden und gemeinsam auf Forschungsreise begeben. Und das ist eigentlich so das, wie ich denke, wie heute, also im Grunde dieser Longtail, den wir bei den Büchern ja auch schon haben, also die hinten dieser lange Rattenschwanz, dass der seine Berechtigung durchaus hat, auch wenn er nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Weltbevölkerung interessiert. Und sei es nur 2 oder 4 Leute, aber trotzdem, diese 4 Leute sind trotzdem mit ihrem Thema nicht irrelevant, sondern sie haben ihre Berechtigung und auch durch die Digitalisierung auch ihre Möglichkeit, sich zusammenzutun und diesem Interesse nachzugehen. Und das ist eigentlich so dieses Denken, was also nicht mehr dieses Top-Down irgendwie versuchen, ein System aufzusetzen, was möglichst normiert für eine maximal große Personengruppe funktioniert, sondern ein System zu ermöglichen, was ganz viele kleine Projekte unterstützt. Das ist eigentlich so der Grundgedanke und dafür Infrastrukturen zu entwickeln, gemeinsam auch wieder, also nicht wieder top-down, ich weiß, wo es lang geht, folgt mir, sondern einfach eigentlich nur auch dafür wieder die Rahmenbedingungen zu schaffen, zu schauen, wie man Menschen dazu bringt, gemeinsam sich da an die Arbeit zu machen. So, ist das soweit verständlich? Also was wir letztlich versuchen, auch mit UnUni, ist im Grunde auch wieder diese Serendipity-Effekte, die halt sehr wichtig sind für kollektive Intelligenz. Also sich nicht immer mit Gleichgesinnten irgendwo zusammenzusetzen. Also es ist erwiesen, dass Gruppen, die homogen sind, wesentlich dümmer sind, also auf dümmere Lösungen kommen, als wenn mindestens eine Person einen komplett anderen Hintergrund hat. Und diese Effekte halt bewusst irgendwie zu initiieren. Also sie immer, weil man fühlt sich natürlich, es gibt diese Komfortzonen, die wir alle irgendwie auch immer wieder ansteuern. Und man muss Strukturen schaffen, die das immer wieder mal so durchbrechen, wo da richtig mal so irgendwie so ein Pfeil durchgeht und sagt, so jetzt Leute, jetzt sortiert ihr euch mal neu, wie auch immer. Und das irgendwie spaßvoll trotzdem irgendwie
hinzubekommen. Das ist, weil man sich in einer Umgebung befindet, die grundsätzlich vielleicht ähnliche Werte verfolgt, dann tut man sich vielleicht auch nicht so schwer damit, irgendwie mal in einer Gruppe zusammenzuarbeiten, die man überhaupt vorher noch nie gesehen hat. Und dann trotzdem ziemlich schnell dann zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das ist so ein, ja, so wie ich mir eigentlich Lernen vorstelle. Menschen da, ich möchte auch selber immer wieder gezwungen sein, mich irgendwie in neuen Zusammenhängen zu versuchen. Muss da irgendwas mitbekommen vom Chat? Nee, ne? Gut, wenn wir also dieses. Ja, alles gut, glaube ich. Also wir haben uns geeinigt, dass man Spiele spielen muss, um das toll zu finden. Aber dass es Wenn natürlich hilft. man, also das ist das, was wir schaffen wollen. Und wir stehen aber vor sehr großen kulturellen Herausforderungen, ist allen klar. Ich habe mal hier so eine aktuelle Grafik, ich weiß nicht, ob ihr sie alle sehen könnt, der Netzabdeckung 2013, die größer ist als ein Mbit. Also das ist ungefähr das, was man braucht, um Google Hangout durchzuführen. Und von Deutschland. Und nur da, wo es so gelb-grün, so dunkel ist, dunkelgelb, dunkelgrün, da ist diese Netzwerkverbindung gegeben. Alles andere, wo es so ein bisschen heller ist, das sind diese Löcher. Wo es dann anfängt, also ich war letztens ich war jetzt in den letzten Wochen zweimal in solchen Regionen, wo es eigentlich dieses Un-Uni-Angebot in der Form nicht funktioniert, also wo man sehr viel Zeit braucht, um so ein YouTube-Video allein sich anzuschauen. Und dann denkt man, okay, das ist also noch ein weiter Weg, bis wir dort sind, dass Menschen wirklich auch dieses Wissen, was ja, wie gesagt, nach meiner Ansicht im Netz liegt, um sich das aneignen zu können, um damit arbeiten zu können. Und was ich unbedingt, wofür ich absolut plädiere, wir brauchen in meinen Augen nicht unbedingt mehr Geld in der Bildung, wie es bislang diskutiert wird, sondern wir brauchen eine ganz neue Redefinition von Bildungspolitik. Das ist also eben nicht mehr diese Content-Wissensvermittlung, sondern halt diese Strukturen aufzubauen. Und Grundstruktur, Basisstruktur von allem ist natürlich das Netz, dass das verfügbar ist in einer Qualität, die es mir erlaubt, am Netzleben teilzuhaben. Das heißt nicht, dass ich alles ersetzen will übers Netz, ganz im Gegenteil, sondern aber die Möglichkeiten nutzen möchte. Was da vorrätig ist, sollte jedem als Grundrecht zur Verfügung stehen. Ja, genau, da seht ihr, ihr wohnt also dort in diesen teilweise. Also sie sind aber auch überall, also die sind überall verteilt hier. Und das ist hier Deutschland, wobei Deutschland nicht unbedingt an der Spitze ist, der Breitbanddichte. So, das ist die eine fehlende Herausforderung. Die andere fehlende Herausforderung, in meinen Augen kulturell gesehen, ist, dass wir uns immer noch sehr schwer tun, gerade hier im deutschsprachigen Raum, uns selber zu präsentieren, nach außen hin sichtbar zu werden. Wir mögen es gerne, uns hinter verschlossenen Türen oder geschlossenen Silos irgendwo zu verbergen und da irgendwie uns auszutauschen, anstatt mit Gesicht nach vorne offensiv das zu nutzen. Es werden dann wieder die NSA-Kritiker kommen, aber die NSA sitzt eh überall drin. Also das ist, da muss man auf einer anderen politischen Ebene dagegen arbeiten. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich aus diesem Netz zurückzieht, der ja auch ein politischer Raum ist, wie ich hoffentlich eben klar gemacht habe, wo man aktiv werden muss, in meinen Augen, wenn man überhaupt noch hier Zivilgesellschaft irgendwie eine Stimme erheben will. Weil die Politiker werden es nicht richten, die Parteien, sondern da müssen wir selber auf uns Acht geben. Und insofern halte ich das für eine der wesentlichen Herausforderungen von uns allen, uns nach außen hin zu zeigen, auch spaßig, also auch humorig, man kann das ruhig irgendwie, man muss das nicht bierernst alles nehmen, aber diese Hemmungen abzubauen, sich Versuche zu machen, sich selber zu überwinden, reinzugehen, ich glaube, halte das für eine der wesentlichen
Komponenten, zumal diese visuelle Kompetenz auch, also diese Visual Literacy, die textuelle Kompetenz in absehbarer Zeit, wenn nicht, hat sie sogar schon sie überwunden, überrundet. Also die Kommunikation erfolgt in Zukunft über Bilder, über Infografiken, nur die können die Komplexität eigentlich nur noch runterbrechen und so, dass man es überhaupt noch aufnehmen kann. Oder halt dann im Moment halt sehr viel über Videos und Videokommunikation. Das ist eigentlich schon sehr klar absehbar. Und da müssen wir uns reinbegeben. Ja, bitte. Eine Frage. Meinst du, das liegt daran, weil die, also es ist ja immer von komischen Leuten, die Bücher schreiben, dass so Lesekompetenzen Nicht abnehmen? die Oder meinst du, es liegt Lesekompetenz, daran, dass also die ich Probleme glaube, die Zeit tatsächlich fehlt komplexer werden? einfach. Sich, also einerseits, das muss man jetzt irgendwie, da muss man darauf achten, auf welcher Ebene man diskutiert. Wissenschaft braucht ihre Zeit und Reflexion braucht ihre Zeit. Aber wir können jetzt im Moment ja feststellen, wie die Wissenschaft diese Prozesse, die im Netz vonstatten gehen, gar nicht verarbeiten kann in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Weil, also ich meine, ich habe es ja selber gesehen mit meiner Diss, du bist in dem Moment, wo du schreibst, läuft die Geschichte schon über dich hinweg. Und du musst halt, das kannst du ja in solchen Zeithorizonten, kannst du ja gar keine wissenschaftlichen Arbeiten mehr schreiben heute. Also die zeitgemäß sind, die nicht irgendwie ein historisches Thema aufgreifen. Und ich. Ich glaube, dass dass wir in dieser Echtzeitkommunikation, in der wir uns also mit diesen Activity Streams auch bewegen, dass wir dort auch uns nur noch austauschen können auf diesen Erfahrungswerten. Ich kann das ja so, ich müsste darüber, müsste jetzt lange nachdenken, um das wirklich griffig auf den Punkt zu kriegen. Ja, ich schreibe das auch gar nicht ab. Wenn man schaut, so solche Science Starter zum Beispiel, die ja wissenschaftliche Projekte finanzieren, Crowdfunding für wissenschaftliche Projekte, die machen ja auch immer ein Video dazu. Und auch zu den Diversity MOOCs gab es Videos. Also da hat sich keiner irgendwelche langen Konzepte Ich glaube auch, dass durchgelesen. es wesentlich Manchmal würde ich auch effizienter lieber und ein Video machen, zwangsläufig als ein gezwungen hat, Abschlussprojekt auf das schreiben. Wesentliche So. dich zu konzentrieren. Und die nächste Generation ist sowieso alle komplett visuell eingestellt. Und ich denke, wir werden sowieso von dem visuellen, ja, wir müssen, ich kriege, Punkt, ich sage jetzt dazu nichts, ich werde, ich werde das nochmal zusammenfassen irgendwann. Ich muss da nochmal drüber nachdenken jetzt, wie ich das so griffig am Punkt Ich wollte kriege, aus dass es dem nachvollziehbar ist. Auf jeden Fall, egal ob man sich visuell über Videokonferenzen sichtbar macht, man muss aber sichtbar werden. Man kann auch einen Blogpost oder einen Blog aufsetzen, damit kann man auch sichtbar werden. Also man muss sichtbar werden, das ist das Wichtige. Man muss sich als Netzwerkknoten überhaupt mal präsentieren, um an einem Netzwerk andocken zu können, weil ansonsten kann einen gar keiner finden. Und das halte ich für so einen wesentlichen Punkt, den wir kulturell nicht gewohnt sind. Und dann haben wir zum anderen halt die klassischen Stakeholder her. Das ist halt so ein Modell der Education Governance, wie wir sie im Moment global vorfinden. Da haben wir sehr starke internationale Organisationen, die im Grunde so die Policy vorgeben, also wie wir Politik zu verstehen haben, wie wir auch Bildung zu verstehen haben. Wir haben dann so nationale Vetospieler, wie zum Beispiel die Hochschulrektorenkonferenz zum Beispiel. Wir haben aber auch die Gewerkschaften, das sind alles so, die vertreten bestimmte Interessensgruppen und bringen sich dann ein bei gewissen Veränderungen. Dann haben wir dann die Parteien, die sowieso
bisschen hilflos da rumirren. Und dann haben wir so ein allgemeines, und das halte ich im Moment für fast das Schwierigste, so ein allgemeines Selbstverständnis in der Gesellschaft, dass alle sagen ja, dass Bildung wichtig ist, alle sagen auch, dass wir mehr Geld brauchen für die Bildung, ohne dass sie sich, also es sind so Plattitüden im Grunde, die so wiederholt werden, die so auf Stammtischniveau dann wiederholt werden. Und alle glauben auch Bildung, wenn ich sage, ich bin im Bildungsbereich tätig, dann sagen, oh, Bildung ist ganz wichtig, irgendwie Wissensvermittlung, das ist was ganz Wichtiges. Und dann sind alle ganz stolz, dass sie den Begriff der Wissensvermittlung überhaupt beherrschen, dass sie das so gleich irgendwie da einordnen. Und das ist im Grunde dieses Mainstream-Denken, das ist im Moment eigentlich das, was hegemonial in unserer Gesellschaft so vordringlich ist, so sich im Grunde sämtliche Diskussionen blockiert, weil man da kaum durchkommt durch diese Dichte, durch dieses Netz an informellem Verständnis, was die anderen untereinander so mitbringen, ohne dass es hinterfragt wird. Also dann, es hinterfragt keiner, ob wir auch weiterhin die Schulform, naja, doch, es hinterfragen in der Zwischenzeit viele, aber nicht in der grundsätzlichen Art. Es wird also, weil davor scheut man dann doch zurück. Also gibt bestimmte Pfeiler unserer Bildungspolitik, die wir nicht antasten wollen. Und da tun sich viele sehr, sehr schwer, überhaupt dann mal zuzulassen, dass man mal so einen Gedankengang spinnt, der vielleicht einen dieser Pfeiler in Frage stellt. Und das ist so ein Punkt, wo wir im Grunde auch mit Ununi so ein bisschen, glaube ich, dran schaben. Gut. Kommen wir zum Ausblick. Was ist Ununi TV und was wird es also in Zukunft sein? Das ist also das, was wir mal gucken irgendwie, womit wir auch experimentieren. Was könnte Bildungsfernsehen der Zukunft sein? Wie schaut das aus? Wie können wir das gestalten? Was ist da überhaupt noch möglich? Und weil auch da müssen wir uns gegen den Mainstream im Grunde so ein bisschen absetzen, oder da muss man sich auch selber immer wieder reflektieren. Macht man das jetzt nur, weil man es so gewohnt ist, aus seiner Sozialisation heraus? Also auch wie Videokonferenzen genutzt werden, ist halt sehr stark immer orientiert an dem, wie die Talkshows im Fernsehen, weil wir es halt so von der Sozialisation her gewohnt sind, spielt man erstmal so Fernsehen nach, und bis man sich davon befreit hat und einfach so dem Medium seinen eigenen Raum gibt. Und damit experimentieren wir ja sehr stark. Wir arbeiten ja auch mit sehr kurzen Formaten im Moment, um uns da eher einzupassen in diese Activity Streams, dass man das auch mal gut konsumieren kann, weil so ein Vortrag wie mein, den wird man jetzt hier sich, weiß ich nicht, ob das so viele Menschen sich dann im Nachgang anschauen. Dann ist es zwar die zweite Ebene, also neben dem Bildungsfernsehen ist halt das und Uni ist halt diese Community, die wir weiter ausbauen wollen und wo wir Erfahrungsräume schaffen wollen, wo man sich austauscht, wo auch alle innerhalb der Community erstmal lernen müssen, mit umzugehen. Und ja, da mal gucken, wie erwachsene Menschen miteinander sich wechselseitig da irgendwie was geben können. Da sind wir auch am Experimentieren in allen möglichen Richtungen, und so nach und nach nimmt es Formen an. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da irgendwie solche Leitplanken gezogen haben, dass da sich alle irgendwie, oder dass man sich da irgendwie orientieren kann, also weil wir ja in der Form kein pädagogisches, kuratiertes Navigationsmenü da vorlegen, wo man irgendwie bestimmte Punkte abarbeiten muss, um am Schluss eine Prüfung zu machen zu können, sondern das ist ja alles selbst organisiert. Und da müssen wir schauen.
wie wir das auf Dauer handhaben wollen und was die Leute mitgehen und wer da welche Ideen mit einbringt und so weiter. Also wie gesagt, das geben wir niemand vor, sondern das wird entweder gelebt oder es schläft ein. Und die dritte Ebene, die ich für wichtig halte, ist halt, dass wir langsam UnUni TV als Netzwerk auch wahrnehmen, weil halt diese Community da drin hängt, die ja auch Wahnsinnskompetenzen hat. Und zusammengenommen auch in einer Form zusammengewürfelt ist, ja durch Zufall, dass dadurch ganz neue Angebote auch entwickelt werden könnten. Und da arbeiten wir ja gerade dran über dieses Profilnetz, was wir jetzt erstmal aufstellen, dass wir überhaupt erstmal sehen, kommt ein Kompetenzprofil für UnUni TV. Was ist denn hier, wer ist denn da überhaupt alles drin? Was kann denn, was macht denn der eigentlich? Weil nicht jeder kennt jeden. Und dass man dann im Grunde dieses Netzwerk wie so ein erweitertes Ich dann auch wahrnimmt als Freelancer, als Selbstständiger. Also wenn man irgendwo dann zum Kunden geht, das im Hinterkopf hat, dass man ja dieses ganze Netzwerk dann auch hat und auch bestimmte Komponenten mitverkaufen kann, die man dann einfach weiterreicht. Und das aber auch auf einem Niveau dann weiterreicht. Also das kann man ja auch ansonsten, wenn man jemanden kennt. Aber dann, dass wir dann innerhalb der Community auch Arbeitstechniken dann etabliert haben, die es dieser Arbeitsgruppe dann, dieser Projektgruppe ermöglichen, just in time arbeitsfähig zu sein. Das ist eigentlich so das Ziel. Dass also Menschen beliebig zusammengewürfelt werden können aus der Community und sofort wissen, also am nächsten Tag im Grunde loslegen können und richtig arbeitsfähig sind und nicht erst 3 Monate brauchen, um sich abzustimmen, wie sie denn jetzt mal vorgehen, sondern dass das, und ich glaube, das ist so ein Mehrwert, den wir langsam erahnen und den wir auch jetzt etablieren wollen. Und da werden wir halt gucken, was wir so der Gesellschaft an Mehrwert anbieten können in unterschiedlichen Konstellationen. Und das arbeiten wir jetzt mal langsam heraus. Das ist das. So, das ist ja der Flyer, den hast du eben schon mal gesehen. Bitte? Wenn du nicht gleich sowieso dazu kommst, wenn du nicht gleich sowieso dazu kommst, ist die Frage, was denn für Fachinhalte in UnUni TV So, Fachinhalte, ja, da fängt angeboten es schon werden? an. Komm ich ja schon wieder ins Schwimmen. Also anbieten tun wir ja erstmal gar nichts. Also die Leute, also die Menschen, die in der Community sind, die bieten Sachen an. Und das ist halt dann abhängig von demjenigen, der drin ist. Und was wir im Moment sehen, sind halt die Leute, die am wenigsten Hemmungen haben. Also was wir auf der Videoplattform sehen, sind die Leute, die am wenigsten Hemmungen haben, sich so da zu präsentieren. Und wie wir ja diese Videos sehen, ist ja so wie so ein forschendes Lernen im Grunde. Also wir im Moment arbeiten wir ja sehr stark mit diesen Interview-Parts. Wir versuchen im Grunde Muster zu erkennen in verschiedenen Themenfeldern. Also Wolfgang macht dieses Crowdfunding, Patrick und Doro machen Transmedia Storytelling. Morgen startet der Bewegtbild-Stammtisch. Dann die Mons macht viel mit Lernen und wie lernt man. Ich und Monika machen zusammen dieses Mensa-Talk, wo wir versuchen, überhaupt mal rauszufinden, wieso Menschen heute im 21. Jahrhundert leben und arbeiten. Und im Grunde ist das wie so eine kontinuierliche, also wir haben, das wird dann auch selbst intern, nicht alle verstehen das auch immer so auf Anhieb, wie wir das uns so denken. Also wir sind keine Ergebnispräsentation. Bei uns wird man nicht irgendwie, wir halten keinen Vortrag und sagen, so und so ist es beim Crowdfunding und da so und so muss man es machen. Sondern wir nehmen diese Plattform und lassen alle daran teilhaben an diesen Fragestellungen, die dann zu Beratungsangeboten führen können. Aber auch die sollte man dann mal, dann kann man den Menschen auch bezahlen, der dann dieses Beratungsangebot unterbreitet. Und so haben wir verschiedene Themenfelder und es werden jetzt auch noch jede Menge, hoffentlich mehr. Es sind auf jeden Fall einige in der Pipeline. Und das hängt halt davon ab, also im Grunde ist alles erlaubt.
sofern es sich irgendwie mit Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert vereinen lässt. Kann man das verstehen als Davanda für oder eBay Ja, mit für Ebeshop, diese ja, könnte in die Angebote, Richtung ohne das jetzt zu sehr gehen. auf einen kommerziellen Wobei das wird ja Ebene dann zu eher holen. dieses Google Help aus, das wird im Grunde ja Vielleicht dann eher so das Davanda als Davanda werden. Aber so in die Richtung ja, auf eine Art. Wobei, ja, die Vergleiche hinken immer, ne? Am Anfang habe ich gesagt, es ist im Grunde wie Amazon für Bildungsinhalte, aber es hinkt dann immer irgendwie vorne und hinten. Ja, ist Menschen präsentieren, also die Community-Mitglieder präsentieren sich und halt ihre präferierten Themen mit und haben dadurch auch über diese, dadurch, dass wir uns da zusammentun zu Uni, dann haben wir auch langsam so dieses Standing, dass die Leute auch kommen, wenn man sie anfragt und dass sie sich dem auch, dass man mal eine Viertelstunde mit irgendjemand sprechen kann, wenn man so einen Anlass hat, sich mit dem auszutauschen. Ist ansonsten auch immer so ein bisschen komisch und steif, wenn man irgendjemanden einfach mal anfragt, ob er einem mal ein paar Fragen beantworten kann. Und so hat man da so einen Rahmen und es ist für alle Beteiligten im Moment noch alles irgendwie sehr aufregend und ja, ich glaube, es bringt eigentlich, also bislang haben wir ganz, ganz gutes Feedback so von denen, die da zu Gast sind. Und trauen sich doch erstaunlich viele. Manche auch nicht, kommt halt so ein bisschen drauf an. Manche tun sich auch, da sind wir wieder bei der kulturellen Hemmschwelle, denn manche haben Schwierigkeiten, sich zu zeigen, möchten nicht irgendwie mit Bild erscheinen, möchten nicht irgendwie mit irgendeinem Satz für alle Zeiten in diesem Netz archiviert sein, den sie vielleicht irgendwie übermorgen bereuen. Das sind alles so Erfahrungen, die wir ja auch versuchen, über diese internen Hangouts auch so ein bisschen aufzufangen, dass man da Erfahrungen sammelt, sich hineinbegibt und sich erstmal selber irgendwie daran gewöhnt, sich selber zu sehen. Das kann man ja auch erstmal am Anfang gar nicht leiden. Auch sich selber zu hören kann man irgendwie, man kann ja selber seiner Stimme, also ich selber hatte da lange, 4 Jahre mit Probleme, mich selber zu hören. Das sind, glaube ich, so Erfahrungswerte, die man dann innerhalb in der geschützten Community dann so nach und nach aufbaut. Und in der Hoffnung, dass man dann irgendwann den Schritt wagt und sich irgendjemanden nimmt und mit dem dann einfach ein Fachgespräch draußen führt. Weil im Grunde jeder kann ja was. Also jeder von uns ist irgendwas Experte, mindestens in einer Sache. Und sei es, dass man, was weiß ich, weiß, wie man einen Nagel in die Wand haut, kann auch Expertentum sein. Da könnte man ja auch mal unterschiedliche Techniken vorstellen. Also es ist oder Alternativen zum Nagel oder was auch immer. Also es kann in alle Richtungen gehen. Das ist im Grunde dann die. Das wird man sehen, wer sich angezogen fühlt durch die Community. Ja. Mit dem echten Gesicht, ja, das ist auch eine Herausforderung, ja. Okay, ich will aber keine Normen aufstellen, das machen andere. Im Grunde genau, da sind wir eigentlich schon bei unserem Flyer, den du auch eben gezeigt hast, Anja. Dieses Reaching the Next Level, für mich steckt da so unglaublich viel drin, weil es nicht nur, also das ist eigentlich so, dass eben nicht nur als Person immer wieder sich vor Augen zu führen. Ich habe halt diesen Flow-Gesichtspunkt immer, ne? Dass man irgendwie sich die nächste Herausforderung suchen sollte und dann muss man sich irgendwie, um in Flow zu kommen, braucht man halt dann neue Fähigkeiten, um diese Herausforderung zu meistern. Und wenn man das Prinzip mal verstanden hat, dann kann man eigentlich so ganz gut durchs Leben gehen. Sich immer wieder die nächste kleine Herausforderung suchen und irgendwie dann guckt man, wie kriege ich das gelöst und dann geht man diesen Schritt. Das können gewisse Systeme, wie zum Beispiel so eine Community, kann dir dabei helfen, irgendwie vielleicht dich auch mal einer Herausforderung zu widmen, die du alleine vielleicht nie angehen würdest.
Und insofern halt immer die nächste Stufe im Visier zu haben, sowohl als Institution oder als Organisation, was wir so jetzt so sind, halt zu gucken, wie kriegen wir das als den nächsten Schritt dahin, um uns ein bisschen zu etablieren und zu verstetigen und als Person und dann auch im nächsten Schritt dann natürlich auch bildungspolitisch. Also immer wieder auf der Suche, wirklich die nächste Ebene zu erreichen. Und sich nicht irgendwo so zu etablieren, dass man nur noch das verteidigt, was man jetzt erreicht hat, sondern immer weitergehen, dieses Gehen, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das hoffe ich, dass wir das hier zwangsläufig, dadurch, dass wir so auch so viele kluge Menschen auch drin haben, und eine Art ist ja auch wiederum jeder klug, und ist es irgendwie ganz schön, irgendwie finde ich, wie das in der Community da läuft und wie man da so wechselseitig herausgefordert wird. Und jeder denkt ja ein bisschen anders und das ist ganz spannend. So, genau, das ist also dann auch die Hausaufgabe, gibt es auch hier. Statt Multiple-Choice-Tests geht bitte raus in Twitter und fangt an zu twittern. Das heißt übersetzt, begebt euch in die Netzwerke. Sucht euch interessante Netzwerkpartner, tauscht euch mit denen aus, lest, was andere schreiben, beteiligt euch, bringt euch in die Diskussion ein, werdet sichtbar. Das ist eigentlich so das, was ich hier euch mitgeben will. Und das war's auch schon. Das reicht jetzt auch. Meine Güte, so lange habe ich ja schon ewig nicht mehr gesprochen. Am Stück. Jetzt dürft ihr. Ja, wir danken dir. Also du hast ja am Anfang gesagt, brauchen wir wirklich 2 Stunden? Ich habe gesagt, nein, wir blockieren 2 Stunden. Das kommt darauf an, wie die Diskussion ist. Wir haben jetzt reichlich 1,5 gebraucht. Nein, ziemlich 1,5 genau. Mit der kleinen Panda vom Anfang. Genau, ich denke, Fragen sind noch einige offen. Ich würde mal anfangen mit den Sachen, die im. Ich kann mal vielleicht. Vielleicht, dass du nicht so allein rumwackelst. Video wieder anmachen. Mit den anderen, die schon im Etherpad gelandet sind. Da geht es nämlich relativ konkret schon um UniTV. Genau, werden auf Nö, UniTV keine nur Videos PDF-Files. angeboten oder auch PDF-Files, Also welche die Inhalte der auf Videos der weitergegeben Videoplattform werden werden? nur Videos angeboten. In der Community haben wir angefangen, ein Wiki aufzuziehen, aber auch das ist noch alles in den Kinderschuhen. Letztlich wird das Ganze natürlich wiki-basiert aufgesetzt. In der Community. Okay, ich denke, das hängt auch damit zusammen, wie die Angebotsleute das, also die Leute, die die Sachen anbieten, nutzen. Also ich mache ja intern mit der kleinen Malrunde von der Andrea mit. Also auf die Ja, Sketche klar. fertig los. Wir machen dann das, Mhm. also wir überlegen uns dann Visualisierung und sowas. Und da gibt es zum Beispiel ein Google Sicher. Docs-File, wo Also dann auch die in den Sachen, also wo dann Edushop-Angeboten, eine die kleine werden Agenda arbeiten auch steht und teilweise so mit weiter. Also Blogs. Also das, das, je nachdem, wie das die Leute auch anbieten, nehme ich an. klar. Also wir nutzen natürlich alles, was es an Werkzeugen gibt für die konkrete Arbeit, aber nicht in dem Sinne, also ich habe das jetzt so verstanden, also wir erstellen keine PDFs, die den Content im Grunde widerspiegeln, um den Content zusammenzufassen. Also, ne, also dann wären wir ja wieder bei dieser Wissensvermittlung. Die nächste Frage dreht sich ums Na, Geschäftsmodell. Geschäftsmodell Und hatte das ich eben ja schon Geschäftsmodell fest, von UniTV ist, Geschäftsmodell ist soll das eigentlich Projekt irgendwann mal Geld verdienen primär und wenn ja, wann? Mitglieder basiert. Also ich hoffe, dass wir es irgendwann schaffen, so eine Infrastruktur aufzubauen, die auch für viele Mitglieder dann attraktiv ist, die sich dann da mit einbringen und dafür eine geringe Mitgliedschaftsgebühr pro Jahr zahlen. Geschäftsmodell ist also gemeinnützig, not for profit. Und
Auch bei den EduShop-Angeboten werden wir einen kleinen Prozentsatz einbehalten, 10% der Einnahmen, aber darüber wird man nicht das große Geld machen. Also das Geschäftsmodell basiert hauptsächlich auf den Mitgliedschaftsgebühren. Und die möglichst gering halten, also eher dann in die Quantität gehen, als es zu elitär zu halten. Gut. Okay, der nächste Eintrag würde die Marketingstrategie interessieren. Ja, im Moment noch sehr zurückhaltend. Genau, also ich denke, es geht darum, Das liegt aber daran, wie dass die Kurse wir angeboten werden und promotet im werden. Moment noch eigentlich so Denke die ich. jetzt so langsam irgendwie dahin kommen, dass wir die To-Dos, die wir uns über die Crowdfunding-Aktion eingehandelt haben, dass wir die jetzt so langsam auch abgearbeitet haben und irgendwie realisiert haben. Und wir sind dran, so eine Art Community-Strategie, Content-Strategie, Marketing-Strategie zu entwickeln, aber das dauert alles noch. Primär arbeiten wir halt, wir sind halt alle im Außen, wir sind primär in den Netzen unterwegs, in den sozialen Medien und da arbeiten wir im Moment. Ich hätte gerne jemanden, der wirklich sich richtig intensiv um Marketing kümmert. Und das fände ich sehr gut und da auch Experimente fährt, auch was die Webseite anbelangt, also richtig professionell sich darum kümmert, aber ohne Geld macht das den wenigsten auf Dauer Spaß. Und das ist dann so der Punkt. Genau, aber Stimmt. genau, aber auch dafür braucht man, Genau, um also es das kann immer irgendwie mal als verbindlich zu machen, studentische brauchst du Arbeit halt irgendwie anfangen, vorher aber noch einen Einnahmekanal. Aber auch lang daran anhalten sind wir ist irgendwie, müssen schwierig. halt gucken, dass wir irgendwie weitere Gelder erstmal akquiriert kriegen. Dann wurde nach statistischen Zahlen gefragt, ob es irgendwie da Sachen gibt, wie viele Besucher es gibt, wie viele Filmaufrufe, also vielleicht so ein paar Weiß ich gar nicht, ob ich Highlights das jetzt gerne. so irgendwie hier so in der Öffentlichkeit sagen soll. Wahrscheinlich würden wir alle abraten. Nee, dadurch, dass es Hangouts sind, werden die nie Sagen, wenn du angezeigt nicht und die kann sicher man auch bist, nicht dann ist es gut. aktivieren. Stehen die Du bist immer nur bei an den den Videos dran? hochgeladenen Zählen die YouTube-Videos, YouTube kannst du die mit oder so? Abrufe da so sehen. Also wir haben ordentliche, sehr ordentliche Zahlen. Also ich bin alles andere als unzufrieden. Und würde aber weil das nichts bringt. Also weil das müsste ich selber erstmal recherchieren, wie wir im Verhältnis zu anderen stehen, um das überhaupt einordnen zu können. Und sagen wir mal so, wir machen es publik, sobald wir das irgendwie interpretieren können. Würde ich mal so sagen. Nee, verstehe ich. Also geht uns mit MOOCs ja genauso. Wir sind ja ein relativ, oder mit dem SUG genauso. Wir sind ein relativ kleiner C-MOOC, wobei wir das M immer in Klammern setzen. Einfach weil es erstens ist nur deutschsprachiger Raum, das grenzt es schon mal ein und dann sehr stark auf Studierende gerichtet. Also das sind so Sachen, die man dann immer außen vor sehen muss. Zwischendurch die Frage, gibt es Genau, Voraussetzungen, um auf der Plattform Voraussetzung ist mitwirken zu Mitgliedschaft. können, also ein Video hochladen, um eins herunterladen zu dürfen? Und Klammer, in Anführungszeichen nur Mitgliedschaft. Mitgliedschaft und damit ist man dann Okay. drin. Also das liegt auch ein bisschen daran, dass, also genau, also natürlich, weil das Geschäftsmodell über Mitgliedschaften läuft. Und aber auch um eine gewisse, das ist, also dann nehme ich die nächste Frage hier gleich vorweg mit der Qualitätssicherung. Also dies ist eher so vorab, dass ich schon sehr genau mit den Leuten abstimme, was sie machen und wie sie es machen und dass wir da auch Experimente fahren, wie was möglich ist.
Also auch da sind wir noch nicht an dem Punkt. Wir wollen halt Rapid arbeiten, ne? Also ohne groß, ohne Nachbearbeitung. Das ist halt so. Also wir legen die Sessions so an und konzipieren die so, dass die halt von dem Moment, wo sie aufgezeichnet werden, bis Abschluss dann auch fertig sind und versuchen uns dahin zu professionalisieren, dass wir da die nicht weiter mehr anfassen müssen, einfach um da, weil wir dann leichtfüßiger arbeiten können. Aber um das dann, bitte? Genau. Also anders machen wir es hier auch nicht, ja. Also anders machen wir es ja Genau. hier auch nicht. Also wir nehmen nachher Genau. die Aufzeichnung, suchen uns den Und Link, schmeißen den ins Netz und dann kann das schauen, wer glücklich ist. Und wer das hinterher weiterverarbeiten will. Genau. Gibt es auch einen öffentlich zugänglichen und Uni TV, Entschuldigung, Social Media Community zum Reinschnuppern? Achso, das war keine Frage, das war eine Aussage, mal, glaube ich. Ein öffentlich genau, zum, zugängliches genau, die Social Media Community, Bereich genau, die gibt ist es, zum ne? Reinschnuppern, beziehungsweise sammeln wir da ab und an, ja, notieren wir da explizit Social Media Sessions. Die Social Media, ja, das ist eigentlich zum Reinschnuppern, da kann man irgendwie mal so ein bisschen so am Puls der Zeit. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe natürlich, Facebook-Page, also wir haben halt alles, was man so braucht heutzutage und darüber kann man uns so grob verfolgen. Nee, wir nutzen Liegen da im die Moment Videos den alle auf Workflow YouTube von dem Ming oder aus, also postet ihr die wobei ich zwischen da auch immer mich sehr oder vage selber? halte. Wir sind nicht an Google gebunden und sollte uns irgendwann ein besserer Anbieter, ein vielleicht sogar Open Source Anbieter, irgendwie über die Wege laufen, dann sind wir da auch, denke ich, sehr offen. Es muss aber irgendwie, ja, es ist halt im Moment das, wie man am einfachsten starten kann und wo man halt auch, ja, was man eigentlich so recht problemlos nutzen kann. Also diese Hangout, dieser Workflow-Hangout aufsetzen, automatisch auf YouTube gespeichert, den Link automatisch. Also das haben wir uns ja gebaut, dann auf der Plattform dann abzubilden und mit diesem Angebot zu arbeiten. Das ist halt das, wie wir. Ich denke jetzt erstmal, also ich sehe erstmal nichts so am Horizont, wo wir demnächst hinwechseln könnten. Von daher wird es auf absehbare Zeit so bleiben. Selber zu hosten würde keinen Sinn machen, macht nur Arbeit und Kosten. Eine eigene Frage dazwischen gesteuert. Was denkst du, wie nachhaltig die Sachen sind, die da veranstaltet werden? Also die Videos sind ja im Netz. Die kann man sich ja quasi immer Ah, nee, angucken. nehmen Ist wir mal das der. attraktiv oder liegt Die ja, gut, die Attraktivität des Attraktivität liegt natürlich am, am Live-Events Live-Event, ist aber gar nicht so, also es ist nicht dass so, man dass die sagt, Leute okay, zwangsläufig das interessiert mich live das noch in 3 Jahren? gucken. Das ist auch gar nicht relevant, glaube ich, außer man macht das explizit und bewirbt das im Vorfeld ordentlich, dass man auf Interaktionen des Publikums so das Ganze auch abzielt und dann auch Fragen beantwortet. Das kann man ja auch machen. Und diese eigentlichen Gespräche, die kann man sicher, und das ist ja nun das Internet und der Vorteil des Internets, dass man das asynchron sich anschauen kann, wann auch immer es einem gefällt. Und das nutzen auch die meisten. Also es wird viel und häufig archiviert angeschaut. Und da von der Nachhaltigkeit, da kommt es ja natürlich auch immer aufs Thema drauf an, bin ich aber auch nicht von überzeugt, dass man immer wieder solche, also wir brauchen da auch, das ist ja kein Content, der in einem Jahr noch Relevanz haben muss, sondern auch da durch diese kurzen Formate sind wir in diesem, wir sind ja eigentlich in so einem Loop drin, wir bewegen uns, wir versuchen das so zu denken, dass wir immer wieder, also dass wir am Puls der Zeit der Fragestellungen bleiben. Und uns mit diesen Gästen dann immer weiterentwickeln und dann
kann beim übernächsten Gast kann schon eine ganz neue Frage aufkommen sein in der Zwischenzeit, die man dann mit dem weiter bearbeitet. Und so stelle ich mir eigentlich so gesellschaftliche Weiterentwicklung vor. Und dass man immer wieder auf dem Diskussionsstand der Vorgänger aufbaut und dann weiter in einen kleinen Schritt weitergeht. Und wenn man einen kleinen neuen Aspekt damit reingebracht hat, dann hat sich das schon gelohnt. Und dann geht man zur nächsten Session und dann greift man das auf und denkt das weiter mit dem Menschen und so entwickelt sich Gesellschaft. Und nur so. Und nicht dadurch, dass irgendwas in Stein gemeißelt ist und sei es irgendwie nur für ein Jahr, sondern durch diese gelebte Dynamik. Das ist, also ich will immer dieses, also was ich gut finde, sind diese viralen, informellen Effekte. Und die, also wir versuchen es ja auch schon von Anfang an gar nicht in so einen steifen Rahmen einzupressen. Es soll alles informell sein, beiläufig. Das ist wie ein Flurgespräch im Grunde. Das ist ja so wie auch von unserem Ursprung her, dass wir uns ja als so eine Verlängerung des Barcamp-Formates ins Netz irgendwie so vorgestellt haben. Und das ist das, was wir machen, irgendwie so eine, das sind Flurgespräche idealerweise. Eine letzte Frage aus dem Etherpad. Also, wenn ihr noch Fragen habt, wäre jetzt eine gute Sache, die schon mal anfangen einzutippen. Das hatten wir ja heute Wie sieht Mittag, die dass Roadmap wir für UnityTV für gar die nächsten nicht, 3 Jahre aus? Das ist eine spannende Frage, macht die man sich ja erst heute in einem gar halben nicht Jahr mehr, solche mache. Businesspläne zu erstellen, weil die sind schon übernächste Woche dann meistens obsolet. Also was wir halt machen, ist halt so diese Businessmodell-Canvas. Und ich sag mal, also so, ich muss jetzt gucken. Ne, das sieht man wahrscheinlich gar nicht. So in meinem kleinen Fenster, das könnt ihr gar nicht sehen. Da müsste man groß sehen. Moment, wir können dich bestimmt Das hier ist in die in eine, dem so Haupt. werden ja heute Moment, wir können dich bestimmt hier Business rüberholen. Modelle eigentlich Ja, so, jetzt versuch nochmal. Aber heißen von der hier. Auflösung her ist, glaube ich, Nicht nicht mehr das Gleiche. Pläne erstellt und da wird man dann, muss man dann halt formulieren, Problemstellung, Lösung, USP, Besonderheit, Zielgruppen, Kanäle, Schlüsselaktivitäten, Ausgaben, Einnahmen. Und mit diesem Modell versucht man sich erstmal so zu orientieren, was will man eigentlich machen, was ist die Besonderheit, wofür nehme ich Geld und wofür brauche ich Geld und wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich die. Und mit diesem Modell zu arbeiten, das auch nicht als, auch das nicht in Stein gemeißelt für 3 Jahre, sondern zu schauen in Echtzeit, was gehen die Leute mit und wo gehen sie einfach, wo sträuben die sich? Also wo sagen die, nee, das ist nicht mein Ding. Und dann muss man halt irgendwie dann entsprechend dann das modifizieren und schauen einfach, wo findet man einfach eine kritische Masse an Personen, mit denen man sowas vielleicht aufbauen kann. Und darum geht es. Also von daher, ich kann nicht sagen, wo wir in 3 Jahren stehen. Kann ich null sagen. Also mitmachen und mitgestalten kann ich dann nur sagen. Eine Frage ist jetzt schon noch im Etherpad dazu gekommen. Auf YouTube gibt es ja auch einige Das Lernvideos. sind nicht die Videos, das Was ist ist, der dass Vorteil von man UnityTV? halt bei uns ein bisschen, ja, wie Also von gesagt, so der. eine Anlaufstation hat für eine bestimmte Form von Themen, die eher so modern fragisch ist. Also man muss auf YouTube sehr lange suchen, bis man mal was qualitativ Wertvolles gefunden hat. Natürlich kann man auf Udacity gehen und dann bekommt man halt Udacity-Videos oder auf TED Talk, da findet man auch tolle Sachen, klar. Da hat man eine bestimmte Form, bei uns hat man halt eine andere Form. Also idealerweise haben wir irgendwann auch ein Format, was, ich möchte jetzt nicht vermessen sein, nicht unbedingt in der Qualität von TED Talks, aber so als Zielvorgabe ist das ja gar nicht schlecht. Nee, klar. Warum die kleinen Ziele setzen, das ist durchaus richtig.
Genau, Genau, genau. noch zurückgreifend auf das Agiles, vorherige Thema, genau. agiles Projektmanagement als Gründungsvorgehen Nicht nur würde dann, Projektmanagement, oder wurde die These agile aufgestellt. Lean Startup heißt das ja im Amerikanischen, ne? Also Lean, dieses schlanke Startup, was immer nur, also wo das Geschäftsmodell nur so lange formuliert ist, bis es vom Gegenteil ad absurdum geführt wurde, und dann sucht man sich einen neuen Pfad. Also immer nur das als temporäre Geschichte anzusehen und zu schauen, was geht im Moment, und auch sich ja, als agil zu bewegen, genau. Hallo? Bei mir steht's Aber gerade. ich, genau, das ist aber im Grunde, was wir ja auch machen, ist ja auch Agile Learning, ne? Also letztlich irgendwie genau das. Also agil ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für uns. Bei mir gab es gerade eine kurze Verzögerung. Ich weiß jetzt nicht, wo das Netz gehapert hat, auf welcher Seite. Ich hoffe, dass es sich fängt. Gibt es denn noch Fragen? Ja, natürlich. Okay, da auch. Weitere Fragen noch? Sonst denke ich, brauchen wir das auch nicht so super lange länger in die Länge ziehen. Wir sind sonst auch super in der Zeit. Wie schaut es denn bei den anderen Gastgebern aus? Aha. Gastgeberin. Hallo. Ich habe auch keine weiteren Fragen. Also es gab ja, wurden ja wirklich viel zahlreich und parallel begleitend sehr viele Fragen gestellt, und da war eigentlich dann auch immer schon alles dabei. Ja, ich möchte aber die Gelegenheit jetzt nutzen, mich auch nochmal zu bedanken. Also es war wirklich sehr spannend. Ich? Nein, ich Das hat bedanke ja ein mich auch Trainer ja nicht ganz gefragt. recht herzlich und habe auch keine Fragen mehr. Finde es aber echt spannend und bin hier nebenbei schon mal auf die Seite gegangen und habe gestöbert. Sehr Ich schön. auch. Ich finde es auch ein gutes Projekt. Andrea fängt schon an, Englisch Videos rauszusuchen oder so. Genau. Gut. Dann möchte ich mich in jedem Fall ganz doll herzlich bedanken. Sowohl bei, also bei dir sowieso, bei den Teilnehmenden auch, nochmal entschuldigen für diese kleine Anfangspanne. Ja, nee, also ich fand das total spannend. Ich weiß jetzt endlich auch, was da alles dahinter steckt. Für mich hat es sich total gelohnt. Und werde es auf alle Fälle weiter im Auge behalten. Ich denke, das passte auch super zu unserem ersten Themenblock. Haben wir also total Glück gehabt. Was jetzt Lernen 2.0 und andere Lernkonzepte und Verständnis auch von Lernen angeht. Vielleicht, also wer da Ja, ich eines möchte noch was davon ganz Wichtiges sagen. auch Ich nochmal habe vorhin das Ganze reflektieren oder vor der möchte, Live-Session, kurz kann man ja vorher, auch und die nochmal Mail ging auf dann Post derweil dazu schreiben. Die raus, Andrea möchte noch was noch meine sagen. Erinnerungsmail wegen unserer ersten Einstiegsumfrage geschrieben. Jetzt bitte alle, die sich noch nicht beteiligt haben, nochmal den Link anklicken und bitte die Umfrage mitmachen. Das wäre sehr schön. So, dann verabschiede ich mich. Dankeschön. Gut. Ja, dann verabschieden wir uns, glaube ich, alle. Wie gesagt, Anja, dir nochmal vielen Dank, das mitzumachen. Wir werden das Ganze ins Netz stellen. Aufnahme jetzt auch anhalten dann gleich. Und ja, also kannst du auch gerne, weiß ich nicht, zukünftige Geldgeber angeben oder so. Den Link.